Urban Empire, der neue City Ruler von Kalypso Media, erscheint am 20. Januar 2017. Vorneweg dieses Crashkurs-Tutorial-Video, kurz und kompakt. So funktioniert Urban Empire, so könnt ihr eure erste Partie starten und die ersten Schritte machen. Für Details gibt's noch eine längere Videoreihe, wo ich, Writing Bull, YouTuber, ich habe ein langes Preview-Let's Play zu diesem Titel gemacht, einzelne Aspekte vertiefe, aber für die ersten Schritte reicht auch dieses Video hier aus. Der Unterschied zu normalen City-Bildern, zu Städteplanern, im Vergleich dazu könnt ihr hier zwar auch auf einer nackten Landkarte eine neue Stadt planen, könnt Bebauungsgebiete ausweisen, könnt Dienstleistungsgebäude setzen, habt einen Stadtetat, ein Budget, das ihr verwalten könnt. Als Bürgermeister müsst ihr euch über Einnahmen und Ausgaben Gedanken machen, könnt Forschung betreiben und allmählich immer fortschrittlichere Gebäude und auch Edikte, Verordnungen freischalten. Aber es gibt einen großen Unterschied. Ihr seid nicht der Spieler Gott, der alles im eigenen Ermessen machen kann, sondern ihr habt bei diesem City Ruler ständig mit dem Stadtrat zu tun, müsst euch auch mit den politischen Fraktionen herumbalgen, müsst sie politisch beeinflussen, müsst um Zustimmung für eure klugen Ideen und Pläne werben und müsst irgendwann auch Wahlen um eure Person erfolgreich bestehen. Auf geht's, lasst uns eine Partie starten. Falls ihr merkt, dass das Spiel ein wenig ruckelt und ihr auf eurem vielleicht betagten Rechner nicht so richtig klarkommt, ein Blick in die Einstellung bei der Grafik, könnt ihr die Grafikeinstellung so verändern, dass das Spiel flüssig läuft. Es gibt keinen Multiplayer-Modus, es gibt nur zwei Singleplayer, zwei Einzelspieler-Modi. Achtung, bei allem, was ich euch zeige, gilt, das hier ist nicht die fertige Release-Version, sondern eine Vorab-Version, die ich bekommen habe. Das heißt, einzelne Balancing-Werte, Spielwerte beispielsweise, oder auch Details im Interface, die können von der fertigen Version noch abweichen. Zwei Möglichkeiten: Entweder könnt ihr eines der Szenarien spielen, wo ihr mit verschiedenen Familien ganz auf sie zugeschnittene Aufgaben erfüllen könnt. Hier ist eure spielerische Freiheit ein wenig eingeschränkt. Das ist quasi Urban Empire für Fortgeschrittene. Für den Anfang empfehle ich euch allerdings das Grundspiel und auch das Herzstück des Spiels. Das ist die Kampagne. Dafür könnt ihr eine von vier Familien auswählen. Die Schuiskis, russische Immigranten, mit denen ihr viel Kultur in eurer Stadt erschaffen könnt. Diese Spielweise ist dadurch etwas leichter. Die Kilgannons, die kommen aus der Arbeiterklasse. Ihr habt ja zum Beispiel mehr Wohlwollen bei den politischen Fraktionen, mit denen ihr euch im Stadtrat herumbalgen müsst. Die St. Elias, damit könnt ihr schneller Fortschritt erreichen im Spiel und schneller schöne neue Dinge freischalten. Oder die Familie von Pfilzen, das sind Aristokraten, stockkonservativ und vielleicht eine ganz besondere Herausforderung für euch. Egal, welche Familie ihr nehmt, es gilt immer, ihr spielt nicht einen einzelnen Bürgermeister, sondern eine Bürgermeister-Dynastie. Das Spiel startet im Jahre 1820. Und mit eurem Urahn der Familie beginnt ihr. Ihr erhaltet, je nachdem welche Familie ihr habt, bestimmte Persönlichkeitswerte, die dieser weiter vererbt in die nächste Generation zu seinem Sohn, seiner Tochter, wem auch immer, der dann später die Bürgermeisterdynastie fortsetzt und euch und eure Familie und die Stadt hineinführt in das 21. Jahrhundert. Jede Familie hat bestimmte Eigenschaften, die euch bestimmte Boni, aber auch Mali geben und eine bestimmte Spielweise attraktiver oder unattraktiver machen. Einfach mal ausprobieren und schauen, welche Spielweise für euch diejenige ist, die ihr am meisten mögt. Ihr habt die Wahl zwischen verschiedenen Karten, auf denen ihr spielen könnt, welche, wo es ein bisschen mehr Platz gibt, solche, die etwas eng gebaut sind, solche, die groß sind und ein leichtes Spiel ermöglichen. Einfach eine ausprobieren, Kampagne starten klicken und auf geht's. Die allererste Entscheidung, die ihr hier zu treffen habt, wollt ihr tatsächlich mit dem Namen für das Städtchen beginnen, den die Entwickler euch vorschlagen. Falls ihr einen anderen Namen wollt, einfach drüber tippen, schon ist die Stadt umbenannt. Die Aufgabe, die ihr zu erfüllen habt, das ist im Prinzip bei jeder Familie die gleiche. Der Kaiser von Österreich im fernen Wien, der übergibt euch die Verantwortung für einen leeren Landstrich, gelegen an der Küste, an der Adriaküste am Mittelmeer. Und ihr könnt auch hier unter Einsatz eures Privatvermögens, eurer Familie und später mit den Geldern, die euch eure Steuerzahler anvertrauen, ein Gemeinwesen aufziehen. Allererste Sache natürlich, damit eure Bürger überhaupt wissen, wo sie sich niederzusetzen haben, hier unten auf Bezirk erstellen klicken
und einfach mit gedrückter linker Maustaste hier irgendwo rund um diese Straße, die ihr immer startet, einen Bezirk aufziehen. Der darf nicht zu klein sein, der darf auch nicht zu groß sein und der darf nicht zu krumm sein. Rechts seht ihr immer als Feedback, was hier noch fehlt. Es gibt kleine gelbe Punkte, die könnt ihr ziehen, wenn ihr sie gedrückt haltet. Ihr könnt auch neue Ziehpunkte anlegen. Klick auf mit der rechten Maustaste, schon ist ein neuer Punkt entstanden. Mein Tipp für euch, macht den ersten Bezirk so groß, wie es geht und macht ihn so gerade auch, wie es geht. Denn wenn der Bezirk allzu krumm ist, dann gibt es vielleicht so kleine Fleckchen, wie hier oben beispielsweise, wo kaum ein Haus hinpasst. Das ist im Prinzip später verschenktes Land. Der kostet einmalig einen bestimmten Geldbetrag. Der hängt davon ab, wie groß der Bezirk ist. Der wird bezahlt aus eurem Privatvermögen 500.000 Talern, mit denen ihr startet. Und der kostet 41.000 Taler, in dem Fall hier, pro Monat. Wir bestätigen das Ganze und können auch das erste städtische Gebäude dort errichten. Die Flächen, die ihr seht, grün, gelb, blau, deren Verhältnis zueinander könnt ihr anfangs noch nicht verändern, später aber doch. Grün, das sind die Gebiete, wo Wohnhäuser entstehen werden. Gelb, wo klassische Industrie entstehen wird. Blau, das sind Mischgebiete, wo Gebäude entstehen, wo sowohl Bürger drin leben, als auch Dienstleistungsgeschäfte drin sind. Also, was weiß ich, Metzgereien, Lebensmittelläden oder was auch immer. Und das erste Gebäude, das ihr hin platzieren werdet, ist das eigene, das ist das Rathaus. Das gibt von den verschiedenen Bedürfnissen, die Menschen haben, jeweils Basiserträge, sodass die Leute ein klein bisschen glücklich werden, wenn sie hier reinziehen. Linksklick, wo ihr es hinstellt, ist vollkommen schnuppe, vollkommen egal. Ihr könnt es an den Rand stellen, ihr könnt es woanders hinstellen, wie ihr möchtet. Da steht es jetzt, wir bestätigen das Ganze. Schlagen den Bezirk vor und schon können wir tatsächlich den ersten Stadtteil hier haben. Auch hier gilt, falls der anders heißen soll, einfach jeweils einen anderen Namen eingeben. Später im Laufe des Spiels müsst ihr jeden neuen Bezirk, den ihr einrichtet, dem Stadtrat vorschlagen. Der muss das erstmal absegnen, aber beim ersten Bezirk, da setzt ihr einfach euer Privatvermögen ein und der Stadtrat wird erst gar nicht gefragt. Der nächste Schritt ist, wir wechseln in den Forschungsbildschirm. Hier unten seht ihr drei verschiedene Ansichten. Das linke, das ist die Stadt. Das in der Mitte, das ist der Stadtrat. Das rechte ist der Forschungsbaum. Im Laufe des Spiels werden noch weitere andere Ansichten zusätzlich noch entstehen. Grundsätzlich gilt, wenn irgendwo etwas gesperrt ist, ist es ausgegraut. Viele Features werden erst im Laufe einer Partie allmählich freigeschaltet. Also nicht verzweifeln, wenn erstmal etwas nicht zugänglich ist. Blick in den Forschungsbaum. Den gibt es in fünf verschiedenen Epochen. Die Epochen werden automatisch freigeschaltet im Spiel. Wenn eine bestimmte Jahreszahl absolviert ist, dann schaltet ihr eine Epoche hoch. Ihr könnt erstmals nur Forschungen und Erfindungen der Epoche 1 machen. Ihr könnt vom Ausgangspunkt aus in jede Richtung, in diesen kleinen Forschungsstraßen folgend, eine dieser Forschungen auswählen. Beispielsweise, das wäre mein Tipp für den Beginn, die Thermodynamik. Die ist deshalb ganz gut, weil hier eine der Sachen, die hier freigeschaltet werden, dieses Feature ist, dass er die Verteilung von Wohn-, Misch- und Industriegebäuden innerhalb eines Bezirks selber manuell verschieben könnt. Dadurch könnt ihr zum Beispiel reine Industriebezirke anlegen, was mein Tipp wäre. Dann gibt es bei den verschiedenen Forschungen Dinge, die dadurch möglich werden, die freigeschaltet werden. Zum Beispiel bestimmte Verordnungen, die ihr jetzt erlassen könnt im Rat, wenn ihr das möchtet. Bestimmte neue Gebäude, die ihr setzen könnt. Andere Gebäude, die automatisch entstehen und die beispielsweise für attraktivere Dienstleistungen für eure Bürger sorgen. Wenn ihr eine Forschung fertig habt, dann könnt ihr über die Straßen zur nächsten Forschung weitergehen. Ihr müsst nicht alle Forschungen einer Epoche komplett fertig haben, um in der nächsten Epoche schon weiter forschen zu können. Falls ihr viel Denkleistung erzielt, das ist das hier oben, diese Ressource, die hier oben steht, da könnt ihr schneller forschen. Tipp, je mehr Denkleistung ihr habt, desto schneller kommt ihr voran. Zweiter Tipp von mir, schaut, dass ihr nach Möglichkeit auch solche Forschungen freischaltet, die eben solche Denkleistungen generieren. Zum Beispiel die Oberschulen oder Grundschulen oder Universitäten freischalten. Und so sieht eine Stadt aus, die schon ein wenig größer ist, mit vielen Bezirken und vor allem mit vielen, vielen Bürgern. Wieso sind die Betriebe und die Bürger hier hingekommen? Zum einen, weil sie genug Platz hatten. Und zum anderen deswegen die Bürger, weil ihre Bedürfnisse hier gestillt werden. Ganz oben seht ihr das. Es gibt sechs Grundbedürfnisse der Bürger. Soziales Leben, also Geselligkeit,
an Sicherheit, dass die Bürger sich sicher vor Kriminellen fühlen. Physisches Umfeld, Umweltschutz und Sauberkeit in den Straßen. Gesundheit, persönliches Wachstum, da geht es insbesondere um die Schulbildung. Spaß und Unterhaltung. Das sind die Bedürfnisse, die gestillt werden sollten. Die Bürger haben bestimmte Forderungen, die seht ihr hier in der oberen Zeile. Und wir müssen versuchen, die zu befriedigen. Das ist die untere Zeile. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir an die Werte da oben rankommen. In dem Fall haben wir das ganz gut geschafft. In den meisten Fällen haben wir den Maximalwert erreicht. Achtung, man kann den Maximalwert nicht übersteigen. Also falls ihr zum Beispiel ein Polizeirevier neben das andere stellt und ständig Polizeistreifen durch die Städte schickt, dann könnt ihr trotzdem niemals mehr als diesen Wert hier erreichen. Achtet darauf, dass ihr euer Geld nicht verballert für Maßnahmen, die gar nicht notwendig sind. Die durchschnittliche Zufriedenheit hier, die ist sehr, sehr hoch für die ganze Stadt. Das kann immer durchaus sein, dass die von sozialer Gruppe zu sozialer Gruppe ein bisschen unterschiedlich ist. Bei den Stadtdaten hier in der Mitte aufrufbar findet ihr eine Flut von unterschiedlichen Zahlen und Daten zur ganzen Stadt und zu den Betrieben und den Wirtschaftszweigen und so weiter. Schaut euch das mal selber in Ruhe an. Das Wichtigste vielleicht hier gleich die erste Anzeige, die zeigt bei den 5 Schichten, die es in der Stadt gibt, die Zufriedenheitswerte an. Und ihr seht hier beispielsweise, dass die Studenten, dass die über noch relativ wenig Zufriedenheitswerte verfügen. Warum? Weil die Bürger ihre Zufriedenheit unter anderem auch stillen über Dienstleistungsunternehmen. Also die gehen zu Gewerbegebieten zum Beispiel hin. Studenten, die erwirtschaften kein eigenes Geld, haben kaum Einnahmen und können deshalb zu den Dienstleistungsgeschäften nicht hingehen, sind deshalb potenziell immer ein bisschen unzufrieden. Zufriedenheit wird also darüber gestillt, über diese Dienstleistungen. Tipp für euch, Steuerschraube nicht ganz so stark anziehen für die Bürger, wenn die kein Geld mehr haben. Dann können die auch nicht zu den Gewerbegebieten hingehen und sind immer so ein bisschen unzufrieden. Andere Möglichkeit, Zufriedenheit zu stillen, durch stadtweite Institutionen wie den Hafen hier beispielsweise oder wie den Bahnhof hier oben. Das sind Gebäude, die irgendwann freigeschaltet werden durch Forschung und nur auf ganz bestimmten Plätzen gebaut werden können. Es gibt auch andere Institutionen, die ihr irgendwo hinsetzen könnt, wie beispielsweise hier. Das ist die Universität, sorgt für mehr persönliches Wachstum, oder hier beispielsweise ein Gericht. Auch die setzen diese Institutionen grundsätzlich ihrer Zufriedenheit für die gesamte Stadt frei und egal, wo sie platziert werden. Mit entsprechender Forschung kann man diese Institutionen irgendwann auch nochmal upgraden. Das alles kostet natürlich Geld, monatlichen Unterhalt und die Effekte, die eine Institution bringt, welche Zufriedenheiten unterstützt werden, werden euch durch Tooltips angezeigt. Die wichtigste Methode, um die Bürger zufriedener zu machen, das sind die öffentlichen Dienstleistungsgebäude, die ihr setzt als Bürgermeister. Die sind hier mit diesen Icons markiert in der Karte. Tipp für euch, legt spezialisierte Industriebezirke an. Die brauchen diese Dienstleistungsgebäude nicht, weil dort die Zufriedenheitswerte außer Kraft gesetzt werden. Die Zufriedenheitswerte sind nur relevant für Wohn- und Mischgebiete. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel hier in Schmutzfink, so habe ich diesen Industriebezirk genannt, wenn ihr dort ein Industriegebäude neben das andere hinsetzt, alles also auf 100% Industrie stellt, dann spart ihr verdammt viel Geld, weil ihr doch die Bürger nicht zufrieden machen müsst. Diese Dienstleistungsgebäude, die haben jeweils, das ist eine Kirche beispielsweise, einen gewissen Kreis, in dem sie wirken. Also im Gegensatz zur Institution wirken die nicht über die gesamte Stadt. Anfangs ist dieser Kreis mehrheitlich gelb, in der Mitte ein bisschen grün. Wenn das Grüne ganz bis zum Rand gegangen ist, im Laufe der Zeit geschieht das von alleine, dann ist die Dienstleistung perfekt effektiv. Hier fehlt ein bisschen was bei der Kirche. Nicht die gesamte Stadt ist abgedeckt. Wollen wir da noch eine hinsetzen, eine Kirche? Wir klicken auf das Ostviertel, auf das Wappen hier und klicken auf Bezirk verändern. Achtung, man kann immer nur einen Bezirk zur gleichen Zeit verändern. Das geht immer in den Rat rein, man kann nicht mehrere Bezirke zur gleichen Zeit verändern und man kann auch nicht eine Institution und einen Bezirk parallel versuchen durch den Stadtrat zu bringen. Klick auf Bezirk verändern, dann seht ihr hier die Bezirksdichte, die kann man kleiner machen, die kann man größer machen und man kann das Verhältnis zueinander der verschiedenen Bebauungszonen auch noch verändern. Links oben, da seht ihr eine Anzeige, was gerade gebraucht wird in der gesamten Stadt. Im Augenblick ist zum Beispiel die Nachfrage nach Industriegebieten recht hoch.
Das könntet ihr jetzt so machen, dass ihr zum Beispiel sagt, wir verändern im Ostviertel das Verhältnis zueinander, sorgen dafür, dass hier mehr Industriegebiete erlaubt sind, dann würden die hier allmählich entstehen. Ihr könnt aber auch die Bezirksdichte rauf oder runter stellen und auch dadurch versuchen, den Bedarf zu decken. Mein Tipp ist, nur im Notfall einen neuen Bezirk anlegen, denn die Bezirke, wenn man hier zum Beispiel einen hinziehen würde, die brauchen immer Basiskosten und brauchen auch irgendwann Dienstleistungsgebäude, zumindest die Bezirks- und Gewerbebezirke, und das kostet alles jeden Monat verdammt viel Geld. Falls ihr die Möglichkeit habt, dann schaut lieber, dass ihr die Bebauungsdichten in den anderen Vierteln auf ganz hoch stellt und dass ihr vielleicht ein bisschen trickst mit dem Verhältnis der Bebauungszonen untereinander. Das ist prinzipiell die sparsamste Möglichkeit, mit seinem Geld ein Maximum an Bevölkerungszuzug zu bekommen. Zoneneinteilung bestätigt. Dann kommen wir zum nächsten Schritt der Infrastruktur. Da geht es zum Beispiel um Polizeizellen, dass man die hinstellen kann. Da gibt es erstmal eine Basisinfrastruktur, die wir dann anlegen können. Das gibt einmalige Kosten, laufende Kosten und bringt mehr Sicherheit. Die kann man dann später ausbauen in bestimmten Punkten. Die Straßen zum Beispiel, das fängt an mit Schotter. Dann kann man auf Kopfsteinpflaster hochgehen, irgendwann auf Stein und jetzt sind wir hier auf Asphalt. Wird immer teurer, bringt aber auch immer mehr Effekte und sorgt in dem Fall, im Fall der Straßen, für mehr Straßenkapazität oder für mehr Verkehrspunkte. Faustregel, in den Industriebezirken, den Rheinen, braucht ihr das weniger, aber die Gewerbe- und Wohngebiete, die werden schon mal dann, wenn das Automobil erfunden ist, irgendwann ziemlich voll, die Straßen. Da ist dann viel Verkehr unterwegs und dann macht es Sinn, die Straßen auszubauen, sonst leidet die Stadt. Infrastruktur bestätigt und jetzt können wir auch eines der neuen Gebäudesätzen, Kirche zum Beispiel, bringt. Hier seht ihr es, steigert die Zufriedenheit in bestimmten Bereichen. Wir achten darauf, dass die Schnittmenge zu den bestehenden Kirchen nicht zu groß ist. Setzen das beispielsweise hier hin, die Kirche, bestätigen das Ganze durch Dienstleistung bestätigen. Könnten jetzt noch den Bezirk umbenennen. Der hier unten ist eine Anzeige, wie die politischen Fraktionen im Rat vermutlich mit einem solchen Antrag umgehen würden, wenn das hier mehrheitlich grün ist und nicht rot. Das hier ist völlig grün, dann wird der Stadtrat das wohl durchwinken. Faustregel. Wenn ihr gut gewirtschaftet habt und bei den Einnahmen und Ausgaben sieht das so aus, dass in der Stadtkasse richtig viel Geld zur Verfügung steht und ihr einen soliden Überschuss erwirtschaftet und die Investitionskosten vorhanden sind, dann wird der Stadtrat das potenziell eher durchwinken. Auch Vorhaben, die eher den politischen Werten der Fraktionen entspricht, der Parteien, da wird der Stadtrat auch eher bereit sein, eure Anträge zu akzeptieren. Am allerwichtigsten ist aber schlichtweg, habt genug Geld in der Kasse, sonst bekommt ihr echt Ärger. Expandiert mit Verstand, expandiert nicht zu schnell, ansonsten steht ihr irgendwann mit runtergelassenen Hosen da, seid fett im Minus und der Stadtrat will gar nichts mehr von den Sachen durchziehen, die ihr zur Rettung der Stadt am liebsten verwirklichen würdet. Wir bestätigen das, drei Möglichkeiten, wie Anträge im Stadtrat durchkommen können. Eine normale Abstimmung, die dauert in der Regel 10 Monate. Eine Eilabstimmung, dafür setzt ihr Prestige ein, das ist eine virtuelle Währung im Spiel, das ist hier ganz oben angezeigt. Prestige erhaltet ihr insbesondere dadurch, dass ihr einfach Monat für Monat im Amt bleibt. Mit Prestige könnt ihr später im Stadtrat beispielsweise Abstimmungen, die ihr verloren habt, in letzter Sekunde noch retten, indem ihr den Stadtrat überstimmt. Das kostet ziemlich viel Prestige, ist aber eine echte politische Erste Hilfe. Oder ihr benutzt etwas Prestige, damit die Abstimmung in nur der Hälfte der Zeit passiert. Ihr könnt auch sagen, ich ignoriere den Stadtrat komplett, gehe da erst gar nicht rein und nehme das Geld aus meiner Privatkasse, in dem Fall ist ja schon ziemlich viel, bezahle das alles aus eigener Faust und dann könnt ihr schalten und walten, wie ihr wollt. Wir machen hier eine Eilabstimmung daraus. Das sieht hier sehr gut aus, der Stadtrat wird wohl dafür abstimmen. Klicken auf In Ordnung und schauen uns im nächsten Schritt mal an, wie der Stadtrat aussieht. Und so sieht er aus, der Stadtrat. Bei uns, in unserem Städtchen. Im Hintergrund auf den Bänken, das sind die Ratsmitglieder, die Wappen, das sind die einzelnen Fraktionsvorsitzenden, darüber werden die Parteien angezeigt. Er beginnt immer mit 3 Fraktionen im Stadtrat, ganz am Anfang einer Partie. Im Laufe der Zeit kommen neue Parteien dazu, die Sozialdemokraten, die Kommunisten, die Grünen, wer auch immer. Und alle paar Jahre finden neue Wahlen statt.
und das Machtverhältnis der verschiedenen Ratsfraktionen zueinander verschiebt sich dann, mal haben die mehr, mal weniger Einfluss, mal mehr, mal weniger Mitglieder im Rat. Ihr müsst alle eure Entscheidungen hier durch den Stadtrat durchbringen, es sei denn, ihr nutzt euer Privatvermögen oder Prestige. Ihr könnt zum Beispiel hier in der Mitte unten Verordnungen erlassen. Das sind die Grünen, das sind die Verordnungen, die wir in dieser Partie schon erlassen haben. Es gibt eine Flut von anderen, die wir verabschieden lassen könnten. Überlegt euch bei jeder einzelnen gut, würden wir die überhaupt durchkriegen? Und ist das überhaupt etwas, was wir wollen? Zum Beispiel Verbot obszöner Comics. Eher unwahrscheinlich, dass wir das Ganze durchkriegen. Und die Effekte, müsst ihr euch auch überlegen, wird er vielleicht der Zufriedenheitswert bei Spaß, der wird ja gesenkt, bei persönlichen Wachstum wird erhöht. Wollen wir das überhaupt? Ist das das, was uns im Augenblick helfen würde in dieser Partie? Falls ihr der Meinung seid, ja, machen wir, dann schlagt das Ganze vor. Wundert euch im Zweifelsfalle nicht, dass nicht alle unbedingt immer dafür sind für euren Antrag. Das hier ist zum Beispiel eine ganz üble Konstellation. In der Mitte seht ihr die Wechselwähler, die verschiedenen Parteien. In dem Fall hier zum Beispiel die Partei für ein traditionelles Varelia. Die Leute sind etwas unentschlossen. Auch die Kommunisten wissen es noch nicht so richtig. Und auch die Physokraten. Ziel ist es, möglichst viele natürlich hier auf die rechte Seite zu bringen. Dafür, da wo dafür steht und der Daumen hoch geht. Manche Parteien hier sind im Augenblick komplett dagegen. Im Augenblick ist nur klar, 15 wollen auf jeden Fall dagegen stimmen, 3 auf jeden Fall dafür, ihr könnt das noch beeinflussen. Wie ihr das macht, ihr klickt eine Partei an, hier zum Beispiel die, die nur einen einzigen Abgeordneten im Augenblick hat, die Kommunisten. Hier gibt es einen hohen Wohlwollenwert. Wohlwollen, das ist eure Ressource, die ihr bei jeder einzelnen Fraktion habt. Der Wert ist meistens im Ruhezustand so um die 4 oder 5. Im Laufe der Zeit, wenn ihr Wohlwollen ausgegeben habt, neigt auch der Wert wieder dazu, zu diesem Ruhepunkt automatisch wieder zurückzugehen. Wohlwollen könnt ihr ausgeben, zum Beispiel dadurch, dass ihr eine Bitte äußert. Unterstützt bitte meinen Antrag. Ihr könnt die Bitte auch energischer vortragen als Forderung oder ganz energisch als Bedrohung. Wenn ihr eine Bedrohung beispielsweise durchführt, dann ist der Effekt wahrscheinlich viel stärker, als wenn man nur freundlich bittet, aber man verliert auch tendenziell viel mehr Wohlwollen. Und falls man zu viel fordert und vor allem, wenn man zu viel bedroht, dann merken die Parteien sich das und irgendwann sind die richtig sauer und das kann unangenehme Konsequenzen haben. Wir wollen mal eine Forderung in dem Fall erstellen. Hier gibt es dann meistens 2, 3 verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Aufgrund des Textes und der Erfahrung mit der Partei kann man sich so ein bisschen zusammenreimen, ob man eher, wie viel das bringt wahrscheinlich. Ich klicke mal probeweise hier drauf. Und ihr seht, es kostet eine ganze Menge Wohlwollen, bringt aber auch eine ganze Menge Meinungsveränderung zu meinen Gunsten. Ganz wichtiger Tipp, schaut, dass ihr möglichst früh, nachdem einer Abstimmung schon auf die Tagesordnung gesetzt worden ist, eine solche Einflussnahme durchführt. Denn dann könnt ihr möglichst viele der Wechselwähler auch noch beeinflussen. Im Laufe der Zeit, je mehr ihr euch zur Abstimmung hin nähert, zeitlich, nimmt die Zahl der Wechselwähler immer mehr ab und Wechselwähler sind leichter beeinflussbar als diejenigen, die beispielsweise schon gegen euren Antrag sind. Außerdem, auch die Höhe des Wohlwollens bei einer Fraktion beeinflusst, wie viele Leute für euch stimmen werden. Der Wohlwollenwert ist jetzt abgesagt, wird im Laufe der Zeit wieder ansteigen und es kann gut sein, dass das dann in 2, 3 Monaten, wenn die Abstimmung nähert, dass dann die Kommunisten oder der eine Abgeordnete tatsächlich für euch abstimmen wird. Andere Sachen, die man im Rat machen kann, die Besteuerung ändern, ganz wichtig. Unternehmenssteuern und Bürgersteuern stehen euch zur Verfügung, so ist das im Augenblick, so kann man das dann ändern. Zu Beginn der Partie nur in diesen beiden Kategorien, später, wenn man das freigeforscht hat, dann kann man beispielsweise auch verschiedene Unternehmenssteuertypen machen für die Industrie und für das Gewerbe separat. Die Bürger kann man nach ihren sozialen Klassen unterschiedlich besteuern. Am Anfang schaut ruhig, dass ihr genug Geld habt, um Dienstleistungen zu kriegen, aber nicht auf Teufel komm raus Geld sammeln für die Stadtkasse. Das ist kein privater Wirtschaftsbetrieb, den ihr hier habt. Ihr solltet alles auch sinnvoll einsetzen und wenn die Unternehmenssteuer gering sind, dann ziehen auch eher Firmen zu euch hin. Und je mehr Firmen ihr habt, desto mehr Steuereinnahmen könnt ihr langfristig erzielen. Bürgersteuern, das ist auch ähnlich. Wenn die Bürger arm sind, dann können ihre Bedürfnisse nicht decken bei den Firmen und so weiter.
Wenn ihr die Steuer hier verändert, in die eine oder die andere Richtung, dann zeigt euch links wieder das Farbenspektrum an, ob er das wahrscheinlich durchbringt oder nicht. Und dann könnt ihr noch die Dienstleistungen nach den verschiedenen Typen von Gebäuden auch noch beeinflussen und deren Qualität verändern. Hier bei den Kirchen zum Beispiel, wenn ich hier drauf klicke, kann man die in verschiedenen Stufen rauf oder runter machen, den Etat. Und je nachdem gibt es dann bestimmte Effekte hier, dass da zum Beispiel neue Arbeitsplätze entstehen, die ihr natürlich finanzieren müsst, oder dass die Werte, die Zufriedenheitswerte durch dieses Gebäude, dass die stärker gefördert werden. Das war kurz und knapp das allerwichtigste Rüstzeug, das ihr braucht für Urban Empire. Für die Details findet ihr noch mehr Informationen in einer vielteiligen Videoreihe mit speziellen Tipps, die ich für euch aufgezeichnet habe bei einem Besuch in Worms beim Publisher Calypso Media. Da habe ich mir von dem deutschen Producer des Spieles echte Expertentipps, echte Entwicklertipps geholt für Leute, die Urban Empire richtig gut beherrschen wollen. Falls ihr dazugehören wollt, in der Textbeschreibung dieses Videos, da findet ihr einen Link auf meine Playlist. Und ansonsten reinschauen, selber ausprobieren und viel Spaß dabei haben. Bis dann!